Die Christophoruskirche hat ihren Ursprung im Jahr 1419, ist in alten Unterlagen erstmals erwähnt worden. Und seitdem hat sie hier in Vörden Bestand. Sie ist erstmalig 1641 abgebrannt. Damals war es wahrscheinlich noch eine einfache Holzkirche. Der nächste große Brand war, wo auch Vörden in Schutt und Asche gelegt worden ist, das war 1747. Und dann der weitere Großbrand 1842, wo auch über 60 Häuser hier im Umfeld der Kirche und die Kirche auch vernichtet wurden. Die Kirche ist 200 Jahre von 1651 bis 1856 simultan Kirche gewesen. Das heißt, sie wurde von beiden Konfessionen, der evangelischen und der katholischen Konfession, genutzt. Seit 1419 heißt sie St. Christophoruskirche und sie darf 2019 ihr 600-jähriges Jubiläum feiern. Diese Orgel hat historische Dimensionen. Sie ist 1852 vom Orgelbauer Haupt aus Osterkappeln erstellt worden. Die Vorgängerorgel war 1842 beim großen Brand vernichtet worden. Sie hat eine besondere Technik, man nennt es Zungentechnik. Und zwar das Registerfagott 16 ist mit dieser Zungentechnik ausgestattet. Und diese Technik wurde nur im 19. Jahrhundert verwandt. Insoweit ist diese Orgel auch denkmalgeschützt. Und sie ist in Europa in ihrer Bauart nur sehr selten noch anzutreffen.